Sie wirbelt herum und blickt dich an. Weil jemand einen Weg gefunden hat, ihre Seelen an ihre Körper zu binden, verstehst du denn nicht? Sie tippt sich ungeduldig mit den Fingern gegen die Schädel. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, wenn das Blut aufhört zu fließen, bleiben ihre Körper daher belebt und verspüren einen neuen Hunger. Sie wendet sich wieder dem Feuer zu. Wer diesen Hunger mit lebendem Fleisch und mit Essenz nähren kann, der bleibt stark und scharfsinnig. Wer das nicht kann, der degeneriert schnell. Ich verstehe. Sie lächelt zynisch. Das bezweifle ich. Du bist mir in meiner Vision erschienen. Du musst etwas für mich tun. Believe me, I've heard that line before. Glaub mir, den Spruch habe ich schon einmal gehört. Ich gehe dann lieber wieder. I'm here. Not sure how I feel about this. Hope that helps. Okay, die Tür lasse ich erstmal noch zu. Ich habe hier ein bisschen Sorge, dass da sonst was schief geht. Und dann werden wir wohl hier draußen unter freiem Himmel rasten, weil mit der Vampirin da drin möchte ich nicht rasten. So, dann rasten wir mal. Deine Sicherheitsleute berichten, dass Trolle und Schleime in 4 Tagen die Burg angreifen werden. Auto beenden, manuell beenden. Okay. Wie sieht mein Bau aus? Endet in 7 Stunden. Das heißt, wenn wir in Erbhügel und so fertig sind, sollten wir nach Khet Nuha zurückreisen und uns verteidigen. Wobei ich gerade keine Ahnung habe, was Auto beenden und manuell beenden gerade nochmal war. Deswegen gucken wir mal kurz, was passiert, wenn ich Auto beenden anklicke. Okay, Auto beenden hat nichts Gutes gebracht. Schnell speichern. Wenn ich manuell beenden mache. Du musst nach Khet Nuha reisen, um an der Verteidigung teilzunehmen. Okay. I'm ready. I'm here. Lay low. Oh, und ich habe vergessen, Rastvorräte. Die gewaltige Steintür des Turms ist versiegelt und es scheint keine Möglichkeit zu geben, sie zu öffnen. Die Worte sprechen, die du von den Akolyten des bleiernen Schlüsseln gelernt hast. Du hörst einen verborgenen Mechanismus rattern und klackern und die Tür öffnet sich. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Praise thou, Thylacine!
ein Skelettmagier da oben. Den sollten wir schnell ausschalten. Lava, okay, mal Handaufschwung auf mich selber. Das ist eine gute Idee. Okay. Trindiks Brief. Liebste Mutter und Vater, es würde euch sicher freuen zu hören, dass ich seit meiner Ankunft in der Stadt schon viel gelernt habe. In der Nähe gibt es viele unglaubliche Ruinen und Meister Greg hat mir erlaubt, ihn bei einigen seiner Expeditionen zu begleiten. Ich schreibe euch aus dem Inneren eines uralten ingvitanischen Turms. Um den Turm herum wurde ein ganzes Viertel gebaut, aber den Turm haben die Einheimischen größtenteils unberührt gelassen. Sie haben uns gestattet, hier unser vorübergehendes Wohnquartier einzurichten, damit wir unsere Arbeit ungestört fortsetzen können. Dieser Ort kann manchmal beunruhigend sein. Meister Greg aber ist fortwährend guten Mutes. Außerdem erinnert er mich immer schnell daran, dass uns die Dinge, die wir von diesem Turm lernen, eines Tages bei der Heilung für Weidens Vermächtnis helfen könnten. Ich ruhe mich jetzt besser ein wenig aus. Herr Greg fängt gerne früh am Tag an. In Liebe, Trindig. Und das hier? 7. Tag, eine Woche des Studiums und wir sind bei diesem Gerät noch keinen Schritt weitergekommen. Trindig bleibt optimistisch. Ich weiß nicht, was ich ohne seine Motivation machen sollte. Die Matratze ist knotig und riecht nach altem Heu, aber wer auch immer hier zuletzt schlief, hat es sich gemütlich gemacht. Innerhalb des seltsamen Gerätes schimmern und pulsieren Essenzen. Skelette. Yes? Hey. I'm ready. How may I help? So, Alof, dann eröffne doch mal mit einem Feuerball. Au. Skelette umhauen ist eigentlich das geringste Problem. Als du auf die alte, kratzige Bette geklopft, wird jede Menge Staub aufgewirbelt. Dieses Bett ist schon wochenlang nicht benutzt worden. I'll see what I can find. How about that? Verlegtes Bild, ein Verlun und Kupferstücke. Sehr schön. Ein paar Wiedergänger, die sind das geringste Problem. Also ja, Wiedergänger sind, glaube ich, wirklich die schwächsten Untoten. Ah, Seite aus Altems Tagebuch. 2. Tag. Wir haben die Vermessung der Maschine abgeschlossen, dank Trindrigs jugendlicher Gewandtheit. Zur Ermittlung ihres Verwendungszwecks sind weitere Untersuchungen erforderlich. Okay, das war der erste Stock des Turms. Be cautious. Ah,
Okay, hier sind auch wieder Wiedergänger. Und Darkwule. Sonst machen wir einen Schutz. Oh, da ist ein kleiner Wiedergänger da. Oh, den Gegner da unten haben wir gar nicht aufgeschreckt. Diese Schriftrolle enthält ein mit Feder und Tinte gezeichnetes Diagramm des ADA-Geräts, das sich durch den Turm erstreckt. Trotz zahlreicher Messwerte und sorgfältig gezeichneten Details gibt es keinen Hinweis auf den Zweck der Maschine. Die Werke der Ingvitana, ein vollständiger Leitfaden. I shall be discreet. Beseelung im modernen Zeitalter. Gold und ein Knüppel. Das passt voll zusammen hier. Seite aus Artems Tagebuch. 11. Tag. Sind endlich aus dem Turm hinausgekommen, um mal Luft zu schnappen. Die Biester sollen die Kunden packen. Wir werden die Studie zu unseren eigenen Bedingungen beenden, nach unserem eigenen Zeitplan. Während ich dasselbe Tindig mitteilte, gab es grelles Streulicht am Himmel. Ich sagte, das wäre ein gutes Omen, aber der arme Kerl ist ganz verängstigt. Das einzige Heilmittel dagegen ist eine gute Mütze voll Schlaf. So, jetzt bleibt nur noch diese eine Darkwool übrig. Oh, der ist festgehalten. Zusammengefaltete Seite aus Artems Tagebuch. Hintertag. Die Kunden werden angesichts des Mangels an qualifizierbaren Resultaten ungeduldig. Wenn sie glauben, dass das so einfach ist, sollen sie ihre Hintern aus ihren Anwesen bewegen und mal ein paar Nächte hier verbringen. Absolut. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Zauberbindung Arcana Dämpfer? Ist gar nicht mal so schlecht und plus 1 Intellekt. Alof, ein Ring für dich. Was steht hier? Altem, ich habe deine jüngsten Aufforderungen tatsächlich erhalten, die beiden davor auch. Ich hatte schon darauf gewartet, dass du an meiner Türschwelle auftauchst und um dir meine Antwort persönlich abzuholen. Ein klares und unerschütterliches Nein. Ich werde dir nicht helfen, vielmehr genieße ich sogar die Vorstellung, wie du und deine Mannschaft glorifizierte Ingenieure in diesem Turm sitzt und euch wegen der Runen, die ich jahrelang studiert habe, die Köpfe rauchen. Dies bereitet mir größere Freude, als zu wissen, dass meine von dir so lange verunglimpfte Forschung jetzt das letzte fehlende Stück in deinem kleinen banalen Puzzle ist. Wie du nur zu gut weißt, habe ich das Wissen schon immer geschätzt. Ich bin gleich um die Ecke, wenn du mich suchst. Wenn du dieses Gespräch persönlich weiterführen möchtest, dann solltest du mich besuchen kommen. Hochachtungsvoll, Ikanta. Ja, die haben wir ja schon kennengelernt. Ja. Die Vision des Akolyten hat mich nicht auf das vorbereitet, was ich hier gefunden habe. Der ganze Distrikt ist von erweckten Leichen überrannt. Es wird nicht leicht, mich zur Spitze des Turms vorzukämpfen. Und ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Die zerrende, pochende Energie in dieser Maschine fühlt sich hier oben sogar noch stärker an.
Ja, kommen wir jetzt aufs Dach oder kommen wir noch in einen Abschnitt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nein, wir sind auf dem Dach. Und da steht Adhelm. Ist also eine gute Gelegenheit, hier zu speichern. Das müsste jetzt 16 sein. Netzplay 016. Speichern. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge die Photonkanone hier an. Also, bis gleich.